Kleinmembraner gibt es wie Sand am Meer und genau wie das Rode NT1A für die Großmembraner zählen die Rode NT5 seit vielen Jahren zum Einsteigerstandard in dieser Mikrofonkategorie. Aber dass die Zeichen der Zeit auch hier nicht stehen bleiben, das beweisen Luit aus Österreich mit ihren LCT140R. Nur eben in moderner, flexibler und auch noch 50 Euro günstiger. Das ist soweit cool, aber klingen die denn auch besser als die NT5? Das finde ich für dich heraus in deinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Ein Hauptgewinn ist ein Hauptgewinn ist ein Hauptgewinn. Aber nur weil die Luit LCT140R hier genau das sind, nämlich ein Hauptgewinn im Adventskalender, heißt das ja noch lange nicht automatisch, dass sie auch gut sein müssen. Okay, schon, weil Schrott drehe ich dir hier definitiv nicht an, aber wie gut klingen die LCT140R für knapp unter 300 Euro im Vergleich mit dem quasi Einsteigerstandard Rode NT5 für knapp über 300 Euro? Das finden wir heute heraus, aber lass uns vorher noch mal eben einen Blick in die Verpackung werfen. Die mache ich mal hier für dich auf und wir schauen mal rein. Ich mache mal hier auf und da sehen wir als erstes hier eine schöne, huppala, schon umgefallen, hier eine schöne Verpackung von Luit für die Mikrofone kann man auf jeden Fall schon mal reinpacken. Dann gibt es hier jede Menge Papierkrams und so ein komisches Silikonpulver oder Silikatpulver, was die Feuchtigkeit raushalten soll. Noch eins irgendwie. Dann haben wir hier einen Schaumstoff und darunter verbirgt sich dann quasi der Inhalt. Wir haben hier zwei Mikrofonklemmen, wir haben hier zweimal einen Popfilter und wir haben hier das LCT140 in doppelter Ausführung. Und wie du hier sehen kannst, sind noch verschiedene Schalter dran. Hier ist auf der einen Seite einmal ein Pad-Schalter eingebaut. Das heißt also, da unterscheiden sie sich definitiv von den NT1A, die ja quasi komplett bedienungslos funktionieren. Das heißt, hier ist nicht ein einziger Schalter dran, einfach nur Nierencharakteristik, Stäbchenmikrofon, also Kleinmembraner. Und das war's auch schon. Hier haben wir also ein paar verschiedene Schalter, auch noch ein Pad, dann haben wir einen Low-Cut, der hier eingeschaltet werden kann für 80 Hertz und eben die ominöse R-Schaltung. Die lassen wir heute für den Test aber mal raus, weil das NT5 ja keine R-Schaltung hat und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nur eine leichte Höhenanhebung, die hier im Mikrofon schon stattfindet. Deswegen machen wir mal Chancengleichheit heute und testen die beiden mal gegeneinander. Ich habe hier aber extra mal eine Waage für dich aufgebaut und da können wir mal gucken, wie der Gewichtsunterschied zwischen den beiden ist. Denn dieses hier ist Vollmetall, dieses hier fühlt sich auch an wie Metall. Ist auch anscheinend Metall, aber wenigstens nicht dünner. Deswegen wiegen wir mal kurz. Das NT5 wiegt 105 Gramm und das Luit wiegt 65 Gramm. Also doch ein deutlicher Unterschied beim Luit auf jeden Fall. Das heißt, es ist auch leichter zu positionieren. Vielleicht auch bei einem etwas längeren Mikrofonarm kippt es nicht so schnell vorne runter. Und damit wir jetzt auch mal einen Klangvergleich mit den beiden machen können, habe ich die beiden mal aufgebaut in XY-Stellung und habe damit mal eine Akustikgitarre für dich aufgenommen. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt an und danach hören wir uns das Ergebnis mal an. Und falls du dir die Spuren runterladen möchtest und Unterstützer im Recording-Blog bist, dann kannst du dir die Spuren tatsächlich für deine DAW runterladen und kannst das Ganze dann mal bei dir zu Hause anhören. Entweder du gibst mir hier bei YouTube regelmäßig einen Kaffee aus, dann findest du da einen Hinweis in deinem Mitgliederbereich oder wenn du ein Basis- oder Premium-Mitglied bist, schau einfach mal in deinen Download-Bereich und auch da findest du dann Informationen darüber und den Download vor allem, damit du das mal zu Hause hören kannst. Schauen wir nochmal eben auf den Aufbau. Dazu habe ich die Mikrofone in 30 cm Abstand zur Gitarre in XY-Position aufgebaut und das Zentrum der Mikros war dann quasi auf Höhe des 14. Bundes meiner Martin D16H von 1995 mit etwas älteren Elixierseiten, so wie ich es gerne mag. Schauen wir mal kurz in die Aufnahme rein und jetzt geht's auch schon los. So, Aufnahme ist im Kasten und bevor wir jetzt reinhören, sorgen wir noch eben dafür, dass das Mikrofon für die linke und die rechte Seite gleich laut sind. Denn wie du hier sehen kannst, ist naturgemäß das Mikro, was auf den Hals gezeigt hat, etwas leiser als das, was auf den Korpus gezeigt hat. Das heißt, ich normalisiere die Spuren mal eben kurz im Zeitraffer für dich.
So, Spuren sind alle normalisiert, aber damit es jetzt nicht zu laut wird, mache ich die alle nochmal per Clip-Gain ungefähr 6 dB leiser. Und damit sollten wir jetzt in der Lage sein, 6 dB leiser, minus 6 dB. Also, leiser gemacht. Und jetzt siehst du, dass die Wellenformen alle überall gleich laut sind ungefähr. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir auch eine schöne Monomitte haben, obwohl wir ja eigentlich in Stereo aufgenommen haben. Also zumindest ein sauberes Zentrum. Und jetzt hören wir einfach mal rein. Also, ich lade dich ein, mit reinzuhören. Und wir hören zuerst mal in das Luit rein. Wie gesagt, im Sinne der Chancengleichheit habe ich beim Luit die Erschaltung ausgelassen, habe den Pad nicht reingemacht und habe natürlich auch den Low-Cut nicht reingemacht. Wir hören also das nackte Luit ohne irgendwelche Optimierung gegen das NT5 und ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also wir hören mal rein und gucken mal, wie der Unterschied jetzt zwischen den beiden ist. Erst das Luit. Okay, im ersten direkten Vergleich würde ich sagen, das Luit klingt deutlich gleichmäßiger, runder untenrum und weniger aufdringlich. Das NT5 wirkt dagegen fast schon aggressiv und ja, grätzig wäre jetzt übertrieben, aber es hat wirklich aggressive Mitten, die deutlich stärker rausstechen. Das kann durchaus von Vorteil sein, wenn du die Gitarre damit aufnimmst, dass du die dann im Mix besser durchsetzen kannst. Aber so von der reinen Solo-Gefälligkeit gefällt mir jetzt das Luit erstmal persönlich besser, weil es einfach angenehmer, runder und insgesamt präziser klingt und auch insgesamt ja, ausgeglichener einfach, charmanter, schöner am Ohr, aber wir hören nochmal im direkten Vergleich, damit ich dich jetzt nicht alleine lasse mit meiner Meinung. Du kannst ja vielleicht daraufhin deine nochmal überprüfen. Wir starten nochmal mit dem Luit. Also ich bleibe bei meiner Meinung, die NT5 haben so etwas aggressivere oder zumindest offensivere, unangenehme obere Mitten, die wirklich rausstechen. Das kann, wie gesagt, dazu führen, dass die Gitarre sich in einem dichten Mix deutlich besser durchsetzen kann. Aber wenn ich jetzt eine klassische Aufnahme mit Gitarre und Singer-Songwriter machen würde, dann würde ich immer zu den Luit greifen, die mir einfach vom Klang her deutlich besser gefallen, weil sie einfach schöner, runder und insgesamt angenehmer am Ohr klingen. Schreib deine Meinung gerne unten in die Kommentare rein und dann kannst du auch mal am Gewinnspiel teilnehmen. So viel ist auf jeden Fall mal sicher. Und wenn du wissen willst, wie man Akustikgitarren sonst noch aufnehmen kann, dann schau als nächstes in dieses Video rein, da verrate ich dir noch eine weitere Methode. Da sehen wir uns, bis die Tage, mach's gut und Yassou!